Hallo und herzlich willkommen zum Gearcheck der Episode 22 des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums & Percussion Magazins. Heute mit dem Sultan Raw Slap Clap Stack. Lasst uns loslegen. In dieser Ausgabe des Gearchecks teste ich für euch das Sultan Raw Slap Clap Stack. Das ist genau dieses jenes hier. Das sind drei ultra dünne Becken, die übereinander liegen, in 16 Zoll, 14 Zoll und 12 Zoll, passgenau zueinander, wird aus B20 Bronze gefertigt und in der Türkei hergestellt. So viel erstmal zu ein paar Specs. Wir wollen natürlich heute mal vor allem die Sounds auschecken und deswegen hören wir uns einmal an, wie das Ding überhaupt so klingt. Dann ist schon mal so einen ersten Eindruck. Also, wofür ist das Stack eigentlich gedacht? Das Stack soll elektronische Handclap-Sounds akustisch nachbilden. Das heißt, wir gehen hier mal den anderen Weg rum. Normalerweise möchten immer elektronische Drumkits Akustik-Sounds nachahmen. Hier gehen wir eben so rum, dass wir einen elektronischen Sound als Vorbild haben und mit dem Slap-Clap-Stack soll dieser elektronische Sound imitiert werden. Klappt eigentlich ganz gut, finde ich. Also man hört schon diesen Clap-Charakter. Und ich habe jetzt nur eine Reihenfolge bis jetzt gewählt. Das heißt, wie gesagt, unten ist das 16, in der Mitte das 14 und oben drüber das 12-Zoll-Becken. Und man kann natürlich die Sounds variieren, indem man die Reihenfolge des Stacks ändert. Das wollen wir auch einmal machen. Aber zunächst zeige ich euch mal, wie diese Becken im Einzelnen aussehen. Die sind nämlich wirklich ultra dünn. Ich habe hier das dünne 12er. Ich habe hier das dünne 14er und ganz unten logischerweise dann das dünne 16er. Und damit ihr einmal das gehört habt, ich mache jetzt mal alle drei einzeln hintereinander. Ich beginne mit dem 16 Zoll Becken. Jetzt mal einzeln das 14 Zoll. Und noch einzeln das 12 Zoll. Einzeln für sich bestimmt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so ist es ja auch nicht gedacht. Aber als Spezialeffekt natürlich auch mal gut einzusetzen. Wollen wir jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir mal nur zwei Becken zusammen stacken. Ich habe jetzt hier das 16er und darüber stecke ich jetzt mal das 14er Becken. Das mal in ganz kurzen Groove-Kontext. Und jetzt mal als Vergleich stacke ich das 16er und das 12er zusammen. Das heißt, das 14er kommt raus. Wie klingt das denn jetzt?
ganz interessant. Das heißt, ihr könnt hier viele Soundmöglichkeiten rausbauen. Man kann es natürlich auch andersrum aufbauen. Ich mache jetzt mal das 12er nach unten, das 14er in die Mitte und das 16er oben drüber. Wie klingt das? Auch spannend, viel kürzer. Also da kann man schon wirklich interessante Sachen bei rausholen. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann einzelne Becken aus dem Stack herauspicken. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal das 12er und lege mir das zum Beispiel mal auf ein Crashbecken. Natürlich wäre auch ein Reitbecken möglich. Gar keine Frage. Und da habe ich heute auf mein Reit verzichtet, weil das Stack ja dort hängt, wo eigentlich ungefähr mein Reit wäre. Ich hänge mein 12-Zoll-Stack jetzt mal über mein 19-Zoll-Crashbecken. Das 19-Zoll-Crashbecken klingt eigentlich so. Und wenn ich das jetzt stacke mit dem Sultan 12-Zoll, dann klingt das folgendermaßen. Bekommt dann so ein noisy Industrial Sound. Auch eine coole Sache, wenn man so einen Sound einfach mal braucht. Das heißt, mit diesem Stack habt ihr super, super viele Möglichkeiten, an Sounds rumzuarbeiten. Und eben nicht nur, dass man die Reihenfolge ändert oder es woanders drauflegt, auch mit dem Druck der Schraube oder wie fest ich die Schraube anziehe, da allein kann ich schon die Sache vom Klang her verändern. Ich ziehe die Schraube jetzt mal ganz fester an und werde dann immer lockerer. Und ihr merkt schon, man kann allein mit der Festigkeit der Schraube schon so einiges an dem Sound ändern. Und es ist natürlich auch entscheidend, wo treffe ich das Becken? Treffe ich es eher hier am Rand oder treffe ich es eher hier oben an der Seite? Oder tippe ich es nur an? Also ein ultra flexibles Tool, um mal ein paar Effekte aus seinem Drumkit rauszuholen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind da wirklich, ja, ich will nicht sagen unbegrenzt, aber vielfach. Wie gesagt, ich habe es auf ein Crashbecken gelegt, ich habe die Reihenfolge geändert. Ich könnte es natürlich auch auf ein Hi-Hat legen, ich könnte es auf ein Tom legen, ich könnte es auf ein Ridebecken legen, ich könnte, ja, also ihr seht, sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, damit herumzuspielen. Und jetzt nochmal einfach mal ein paar Groove-Beispiele, mal ein paar kurze Loops, damit ihr mal hört, wie sich das dann wirklich in einem Groove, in einer Musik einbettet.
Das war die Episode 22 des Schlagabtauschs mit dem Sultan Raw Slap Clap Stack. Es würde den Dirk Brandt und mich total freuen, wenn ihr mal in den Podcast reinhören würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Zu hören auf allen üblichen Streaming-Dienstportalen oder auf drumsundpercussion.de. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Oder auch gerne natürlich ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich total freuen. Wenn ihr was habt, schreibt in die Kommentare rein. Ihr findet den Dirk und mich natürlich auch in den ganzen sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt munter. Wir sehen uns zum nächsten Gearcheck oder in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, euer Timo. Ciao.